Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist wieder Tauschpaket-Alarm. Ich habe ein, muss ich es mal so rumhalten, damit man keine Adressen sieht, ein kleines Tauschpaket erhalten. Und zwar von der lieben Julia. Allerdings eine andere Julia als die, mit der ich schon mal getauscht habe. Genau. Ja, sie hatte mir auf Instagram geschrieben und gesagt, Mensch, ich habe noch so viel Handmade-Wachse und ja, wollen wir nicht ein kleines Tauschpaket machen? Ja, ich schicke dir ein bisschen was von meinen Handmade-Sachen und du schickst mir im Gegenzug ein paar Duftis zurück. Genau. Und ja, so machen wir das jetzt auch. Ich habe mein Paket noch nicht gepackt, weil mir leider die PP-Tüten ausgegangen sind, als ich ja, gestern angefangen habe zu packen, musste ich leider feststellen, es reicht irgendwie nicht für die Menge, die ich schicken möchte. Also flugs beim großen A. Ja, PP-Tüten nachbestellt, die kommen jetzt Dienstag bis Donnerstag irgendwann. Ja, heute Sonntag. Und ja, bis dahin muss ich jetzt noch warten, bis ich das Paket weiter zusammenstellen kann. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen irgendwie, aber ja, so ist das. Ne? Genau, ja, ich habe das Paket, wie ihr gesehen habt, schon aufgemacht. Ich habe mich auch schon den Tag, als es angekommen ist, durchgeschnüffelt, aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das Paket zeigen. Genau, und als erstes war Schokolade drin, die ist mittlerweile schon gegessen. Genau, die habe ich schon aufgegessen und ja, war sehr lecker. Und dann habe ich hier noch eine kleine Karte bekommen. Ja, sehr schöne Karte, genau. Und ja, die habe ich mir natürlich auch schon durchgelesen vorhin, den Tag, als ich sie bekommen habe. Ja, genau. Mir gefallen sehr viele Düfte, aber das habe ich dir ja auch schon geschrieben. Und ja, genau. Vielen Dank für die Karte auf jeden Fall schon mal. Genau, bleib du auch so, wie du bist. Genau. Und genau, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar fangen wir mal hiermit an. Hat sie mir geschickt ein Yankee Candle Tart vom Duft Summer Peach. Genau. Ja, ist ein schöner, süßer Pfirsichduft. Mag ich gerne. Kann ich mir im Sommer gut vorstellen, den da zu düften. Der wird in meine Sommerkiste wandern. Heißt ja auch Summer Peach, ne? Dann haben wir jetzt hier eher etwas Winterliches. Und zwar CH nehme ich an, ist Chestnut Hill. Das habe ich jetzt so. Falls nicht, schreibt mir das gerne nochmal. Ja, Chestnut Hill Spruce Berry. Also eher etwas Weihnachtlicheres. Keine Ahnung. Was Weihnachtliches. Etwas Weihnachtliches. So, jetzt. Mein Deutsch ist heute wieder ganz göttlich. Ja, und der riecht ein bisschen tannig. Frisch tannig und leicht beerig. Ja, wird auf jeden Fall in die Winterkiste verfrachtet und dann im nächsten Winter, so um die Weihnachtszeit, denke ich mal, angedüftelt werden. Genau, Spruce Berry. Dann habe ich hier ein kleines Tessally von Soul Fragrances, das Räucherstüble. Wieder so eine kleine süße Mickey-Maus-Form. Ich weiß auch nicht mehr, wie alle Düfte riechen. Von daher ist das jetzt quasi wie ein wieder First Sniff. Aber ja. Ja, und das Räucherstüble riecht leicht rauchig, ja. Hier riecht es rauchiger auf der Unterseite. Ja. Was klingt denn hier so? Ah, okay, das ist der Fernseher hinter mir. Ja, es riecht rauchig. Vielleicht ein Touch Vanille.
Und so ein bisschen noch was Tanniges vielleicht. Oder vielleicht kommt das durch das Rauchige, dass das mich an so ein, ja, wie in so einer Hütte, wo der Kamin an ist und man noch so ein bisschen das Holz auch riecht von der Holzhütte. Ja, irgendwie so. Wird aber auch in die Winterkiste wandern und dann im Winter verdüftet werden im nächsten. Dann war hier ein Yankee-Sampler dabei, wo jetzt nichts drunter stand. Doch, da, jetzt sehe ich's. Doch, hier steht doch was. Das ist der Red Raspberry. Ach, hier unten steht's doch. Dann habe ich das beim ersten Anschnuppern nicht gesehen. Dass es doch unter dem Sampler drauf ist. Ich mache den jetzt mal nur. Ja, es riecht auch fruchtig. Himbeere hätte ich jetzt allerdings so nicht sagen können. Aber jetzt, wo ich es weiß, ja. Der wird ja irgendwann demnächst, denke ich mal, in die Lampe wandern. So Frühjahr, Sommer kommt er bestimmt ganz gut. Dann oh ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Von dem Duft habe ich schon viel gehört und wollte ihn auch irgendwie immer mal austesten. Und zwar von Chestnut Hill, der At the Mall, der soll ja, was ich bislang immer gehört habe, so riechen, wie es bei, ich glaube, Abercrombie & Fitch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, als wir in den USA waren, mal in einem Abercrombie & Fitch drin war. Von daher weiß ich ehrlich gesagt, oder wusste ich nicht, wie es da riecht. So, ich pull ihn hier mal ein bisschen weiter an die Oberfläche. Ja, und er riecht ein bisschen parfümig. Eher in die maskuline Richtung, finde ich. Frisch auch ein bisschen. Ja, ich denke. Der wird vielleicht mal ins Bad wandern. Ich glaube, da kann ich mir den ganz gut vorstellen. Ja, also parfümig, frisch, leicht maskulin. So würde ich den jetzt erstmal beschreiben. At the Mall von Chestnut Hill. Dann, oh ja, da habe ich mich auch drüber gefreut. Und zwar von Sentimental Memory von der lieben Petra. Den Purple. Da bin ich ja auch mal gespannt. Jetzt habe ich auch mal was von Petra zum Austesten. Hier ist so eine kleine, ja, Tulpe obendrauf. Ja, und der riecht. Ja, kann ich ganz schwer beschreiben. Bisschen pudrig vielleicht, pudrig-blumig. Leicht, also ja, zart, sage ich mal. Also ich denke schon, dass er intensiv sein wird, aber er riecht eher zart. Ja, ist, denke ich, ein guter Duft für den Frühling. Der wird in meine Frühlingskiste wandern. So, dann habe ich hier ein kleines Stückchen von einem Tarte Peaches and Cream von Yankee Candle. Das werde ich jetzt mal nur hier so anschnüffeln, weil es ist sehr krümelig. Ja, und hier riecht man im Gegensatz zu dem Summer Peach wirklich so eine, ja, vanillig-cremige Note irgendwie raus. Ja, kann ich mir auch sehr gut für den Sommer vorstellen. Ja, ist ein schöner Pfirsichduft. Das juckt gerade etwas an der Nase. Dann habe ich hier auch von Yankee Candle den Turquoise Glass. Den kenne ich bislang auch noch nicht. Meine ich zumindest, dass ich den bislang nicht hatte. Und der riecht melonig. Eher so Honigmelonen-Richtung, würde ich sagen. Ja, schön auf jeden Fall. Schön frisch, melonig. Der wird auch in meine Sommerkiste wandern. Sehr schöner Duft. Dann, ja, wo wir gerade bei Melone sind, machen wir mal mit Melone weiter. Und zwar habe ich hier von Sensationals den Apple Melon. Limited Edition, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Hier ist das Klemmschild ein bisschen
bisschen kaputt hier oben, aber das ist ja, macht dem Duft ja nichts. Ja, und das ist wirklich ein schöner, ich würde sagen, grüner Apfel mit einer, vielleicht so einer Honig- oder Cantaloupe-Melone. Ja, sieht auch hier auf dem Bild eher nach so einer ja, orangefarbenen Melone aus. Also ja, wie gesagt, eher so Honigmelone oder Cantaloupe. Ja, genau. Den auch noch gar nicht hier. Kriege ich den raus? Kriege ich dich hier raus? Na, ich lasse es lieber, bevor ich da was zerbreche. Ja, genau. Sehr schöner, auch sommerlicher Duft. Apple Melon trifft es total. Ja, Apfel und Melone. Nicht mehr und nicht weniger. Schöner Sommerduft wird das sicherlich. So, dann machen wir mal mit was Sommerlichem weiter. Zwar von Soul Fragrances, den Limette küsst Kokosnuss. Da hat sie mir so einen ganzen Riegel geschickt. Und den schnuppern wir jetzt auch mal an. Komm raus. Ja, schaut mal, wie schön er hier verziert ist. Huch, das ist irgendwas. Ja, jetzt habe ich das hier fröhlich auf dem Tisch verteilt, die Verzierung. Ja, und der riecht wirklich nach einer schönen, frischen Kokosnuss. Also, ja, eher so in die Kokoswasser-Richtung, finde ich. Die Limette rieche ich nur unterschwellig, muss ich sagen. Die verleiht dem Ganzen vielleicht auch dieses frisch-wässrige. Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, den im Sommer, voilà, den im Sommer auszuprobieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Ein sehr schöner Sommerduft. Dann, ja, jetzt die völlig gegensätzliche Duftrichtung. Und zwar, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, den Home for the Holidays von Yankee Candle. Den hatte ich ja selbst auch schon mal, ich glaube, als Tart oder als Sampler. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau dran erinnern, aber ich hatte den Duft auf jeden Fall schon mal und fand den wirklich sehr, sehr schön. Weihnachtlich, heimelig, ja. Man riecht Tanne, man riecht was Rauchiges, man riecht irgendwie eine Orange, Zimt. Ja, ein sehr, sehr schöner Weihnachtsduft und da bin ich sehr froh, dass ich da jetzt drei Stücke von habe. Das wird mir auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit fürs nächste Jahr. Nee, für dieses Jahr, Entschuldigung. Dieses Jahr ist ja auch nochmal Weihnachten, ne? Ja, genau. Wird auf jeden Fall schon mal sehr schön. Dann habe ich noch ein kleines Testerli von Soul Fragrances. Und zwar der Red Velvet Cake Raspberry Jam. Der ist so, ja, ich zeige euch das gleich mal. Der ist hier so zweifarbig gegossen. Einmal so ein dunkles Lila, schon fast schwarz. Und ja, so ein Rot. Und der riecht schön schokoladig, kuchig. Und als ob da so ein Fruchtpüree irgendwie so mit in diesem Teig eingearbeitet ist. Ja, riecht sehr, sehr schön. Den kann ich mir gut in der Küche vorstellen. Aber vielleicht auch eher an kälteren Tagen. Den würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in den warmen Sommermonaten düfteln, glaube ich. Von daher wird er vielleicht in meine Herbstkiste wandern. So. Upsala. Habe ich hier im Vordergrund was weggekegelt. Dann, das hatte ich hier schon ein bisschen beiseite gestellt. Ja, sorry, kurze Unterbrechung. Das Telefon klingelte. Ich wollte euch gerade erzählen, dass sie mir dann auch noch den Haunted Hayride mitgeschickt hat. Und zwar so ein paar Teelichter davon. Da muss ich sagen, weiß ich noch nicht so ganz, ob ich den behalten werde. Ich werde da mal
im nächsten Herbst einen antesten. Aber es ist. Ja, doch, jetzt, wenn ich dran rieche, finde ich ihn doch. Ich weiß nicht. Ich teste ihn mal. Er ist ein bisschen dunkel, schwer parfümig, würde ich den beschreiben. Vielleicht ist da auch so ein bisschen Kürbis drin. Ich weiß es nicht. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall mal testen, aber ich weiß noch nicht, ob ich ja, alle davon düfteln werde. Wahrscheinlich nicht. Ich werde, denke ich, mal ein paar weitergeben. Das nicht unbedingt mein Lieblingsduft ist, aber ein, zwei Teelichter oder was werde ich auch mal in die Duftlampe schmeißen und austesten. Genau. Dann machen wir nochmal mit was von Petra weiter, und zwar Sentimental Memory Pink Elephant. Da habe ich noch so ein kleines Stückchen von so einem Meld bekommen. Glaube, da war auch mal ein Elefant drauf. Man sieht das hier noch so ein bisschen angedeutet. Das sieht so ein bisschen nach so einem kleinen Elefanten aus. Und ja, ich glaube, der ist ein bisschen fruchtig. Bisschen parfümig. Ja, riecht gut. Ich kann aber absolut nicht beschreiben, was ich da rieche. Aber ich mag den Duft. Ja. Weiß nicht, ich weiß ja nicht, was drin ist, deswegen, ja, ich kann da jetzt auch, ja, vielleicht irgendwie Himbeere und irgendwas Parfümiges noch. Riecht, wie gesagt, aber gut. Genau. Dann machen wir mal mit Petras Düften weiter, und zwar Sentimental Memory Blue Marshmallow. Jetzt habe ich auch so einen großen blauen Schlumpf. Guck mal. Ist das nicht ein Riesen-Oschi? Da, guck mal, wie groß der ist. Guck mal, was für ein Riesen-Oschi-Melt das ist. Genau, wie gesagt, Blue Marshmallow. Ja, man riecht auf jeden Fall eine rauchige Marshmallow-Note. Und noch irgendwas Holziges. Ich glaube, der ist gut an so einem kalten, ja, Herbstabend. Oder jetzt sind die Abende ja auch noch nicht so warm. Ich denke mal so. Jetzt im ja gut, im März, ja, vielleicht bewahre ich den noch mal für den Herbst auf. Genau, im Dezember gegossen. Der ist jetzt ja noch nicht allzu alt, ne, 2 Monate. Von daher ist das, denke ich mal, nicht schlimm, wenn ich den noch bis zum nächsten Herbst liegen lasse. Ich glaube, da passt er eher hin vom Duft her. Dann habe ich von Duftzauberei Schwarzwald hier so ein Kringelchen im Duft Zuckerwatte. Genau. Gut. Auch den. Huch. Hier ist. Wo ist sie denn hin jetzt? Da. Hier ist so eine kleine Perle flöten gegangen. Ich schmeiß mir da mal schnell wieder rein. Ja, und das riecht wie so eine fruchtige Zuckerwatte, würde ich jetzt sagen. Hat auch so Himbeer, irgendwas. Ein bisschen Zitrone finde ich auch. Irgendwas leicht Zitrisches hat der. Ja, bin ich aber auch mal gespannt drauf, wie der Zuckerwatte von Duftzauberei Schwarzwald so ist. Ich habe noch nicht. Hatte ich schon mal was von Duftzauberei Schwarzwald in der Lampe? Weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte in einem Tauschpaket mal was, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon gedüftelt habe. Aber schaut mal, es ist auch so ein süßes kleines Räder drauf, sehe ich gerade. Niedlich. Ja, aber auch der Duft ist sehr schön. Den mag ich. Dann, ja, eine kleine Rarität, weil den Duft gibt es ja nicht mehr. Den Lovely Kiku von Yankee Candle. Die hat sie mir so ein paar verschiedene Förmchen geschickt. So Sterne und Herzen. Ja, Sterne und Herzen sind das. Ja, und das ist ja einfach so ein schöner, blumiger, bisschen parfümiger Duft. Ja, mag ich auf jeden Fall. Hab ich auch noch ein paar Melts von da. Aber Nachschub ist ja nie verkehrt, ne? Also den mag ich sehr gerne.
Lovely Kiku. Dann habe ich hier was von In the Mood Design. Da hatte ich auch noch nie was von. Und zwar ist das der Back to the Island. Genau. Eben schnell. Wie ging denn der? Ach so, so rum ging er auf. So rum ging er auf. So, und das sind so zwei so ein bisschen breitere Herzen. Ja, und der riecht, finde ich, so ein bisschen wie so ein Weichspüler. So ein tropischer Weichspüler irgendwie, finde ich. Sowas hat der. Blumig, ein bisschen aquatisch auch. Ja, erinnert mich an so einen tropischen Weichspüler. Kann ich mir also dementsprechend gut im Badezimmer vorstellen, den Duft. Dann habe ich hier auch eine kleine Rarität. Ein Teelicht von Yankee Candle Catching Rays. An dem Duft habe ich, glaube ich, mal an dem Glas geschnuppert und fand den ganz schön. Der hat auch so ein bisschen was blumig-aquatisches, würde ich sagen. Ja, mag ich auf jeden Fall. Werde ich auch in die Duftlampe schmeißen im Sommer irgendwann und dann ja mit Freude verdüfteln. Vielen Dank. Dann noch ein Yankee Candle Tart. Und zwar, ich hole das mal eben raus, dann kann man es besser lesen. Der Market Blossoms. Auch ein sehr schöner Duft. Schön floral. Nach frischen Frühlingsblumen. Ich könnte jetzt keine genaue Blumenart daraus riechen. Ja. Ist aber jetzt so hier dran gerochen. Ein zarter Duft, würde ich sagen. Ja, wird auf jeden Fall auch getestet und in die Duftlampe verfrachtet. Genau. Market Blossoms. Und dann machen wir mal mit dem nächsten Teelicht weiter. Das ist jetzt wieder genau die gegensätzliche Jahreszeit. Und zwar von Yankee Candle, der Red Berries and Cedar. Red Berries and Cedar, habe ich richtig gesagt. Ja, und der? Finde ich, riecht eher beerig als nach Tannennadeln, jetzt so hier dran geschnuppert. Ja, die Beeren stehen für mich hier im Vordergrund. Und im Moment nehme ich gar keine Zedernote wahr. Ja, vielleicht kommt das im Warmen noch raus. Aber jetzt so in erster Linie rieche ich erstmal das Fruchtige hier raus. Vielleicht auch so Himbeer, Cranberry, irgendwie sowas. Dann habe ich von der lieben Jenny, von Miss Curly Jen, Miss Curly Wax, so, den Sunny Views. Biene ist ja auch mal putzig, oder? Finde ich niedlich. So, der Sunny Views. So, hier sind so ein paar Brittle-Stücke mit Herzchen drauf. Auch süß. Ja, und der, finde ich, riecht parfümig, bisschen seifig vielleicht. Ja. Aber jetzt gerade kommt da so ein bisschen Anis durch. Jetzt wird's verrückt. Ist da Anis drin? Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Ich weiß es nicht, was ich da rieche. Also der Duft gefällt mir. Ich werde den gerne mal ausprobieren. Ja. Das ist ja ganz, ganz merkwürdig gerade. Aber ich mag den. Ja. Auch wenn es sich jetzt gerade ein bisschen verrückt anhörte. Ja. Dann, wo wir gerade bei Jennys Düften sind, machen wir mal weiter mit dem Popcorn. Da habe ich hier so drei kleine Wäffelchen bekommen. Genau, die eine ist schon ein bisschen zerbröselt, aber das macht ja nichts. Ja, und das ist ein schöner, süßer, weicher Popcorn-Duft. Ja, jetzt habe ich hier noch andere Wachsgerüche dran. Ja, aber es ist ein schöner,
Popcorn-Duft. Kann man mal zu einem Filmeabend oder so anmachen, wenn man mal so einen Spielfilm oder so schaut. Ja, genau, dann kann man den mal düfteln. Dann habe ich hier den Sweet Strawberry von Chestnut Hill. Zwei so Stückchen. Genau, da drücke ich mal hier so ein bisschen das Stück hier raus. Ja, und das riecht wirklich nach süßen, richtig kräftig roten Erdbeeren. Nicht künstlich, finde ich, sondern durchaus authentisch. Ja, ist ein schöner Anfang Sommer Duft, wenn so die Erdbeerzeit ist, dann kann ich mir den gut vorstellen. Den kann ich mir auch gut vorstellen mit so einem kuchigen Duft oder mit so einem Brotduft. Ja, ich finde, der geht so ein bisschen, jetzt wo ich drüber nachdenke, in die Richtung Strawberry Jam von Goose Creek. Ja, daran erinnert er mich jetzt gerade so ein bisschen. Schöner Erdbeerduft. Dann habe ich hier einen Tart von Forbidden Apple von Yankee Candle. Ja, und das ist eher so ein, ja, so ein mystischer, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber der hat noch irgendwas anderes als diesen reinen Apfel. Das ist ja auch so ein Halloween-Duft und er hat auch irgendwas Halloweeniges, sag ich mal. Hört sich jetzt komisch an, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Hat noch irgendwas Dunkles irgendwie damit drin. Weiß ich nicht, irgendwas, ja, so Halloween-würziges. Weiß ich auch nicht. Kann ich gerade schlecht ausdrücken. Aber auch der wird zum nächsten Halloween, also Ende Oktober irgendwann, getestet. Dann habe ich hier, ich hatte eine Tüte ohne Aufdruck und hatte irgendwo mittendrin in dem Paket so einen kleinen Zettel rumfliegen. Und zwar ist das der Sweet Morning Rose von Yankee Candle. Ich nehme mal an, dass das damit reingehörte, weil das war wirklich das Einzige, wo es von der Farbe passt. Und wirklich, wo auch sonst nichts auf dem Etikett stand und es fehlte auch woanders kein Etikett. Und vom Duft passt es auch. Es riecht blumig, ja, nach Rose. Genau, das ist so ein Dreiviertel-Tart noch. Das wird auch demnächst im Frühling mal in der Lampe landen. Genau, den mag ich auch. Dann, was haben wir hier denn noch? Ach genau, das ist auch ein Stückchen von einem Yankee Candle Tart und zwar der Mango Peach Salsa. Ja, riecht nach Mango, nach Pfirsich. Ich finde sogar eher ein bisschen mehr nach Mango als nach Pfirsich. Ja, aber es ist ein schöner Duft. Der kommt irgendwann so im Frühsommer, denke ich, dran. Genau, den mag ich auch. Dann, oh, hier ist noch was von Petra. Und zwar, ja, Sentimental Memory der Aspen Winter. Ein Riegelchen. Genau, und der Aspen Winter ist erstmal total schön verziert auch. Mit ein bisschen Glitzer. Ja, und der Aspen Winter riecht tannig, frisch. So ein bisschen wie so ein, und das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, aber so ein bisschen wie so ein Erkältungsbalsam, finde ich. Ja, so, ja, tannig halt. riecht halt tannig. Ja, kann ich jetzt gerade nicht besser beschreiben. Aber der ist schön, den mag ich. Der, Entschuldigung, ich habe geknistert, aber ich will den hier wieder vernünftig reinmachen. Der wird auf jeden Fall im nächsten Winter getestet. Mag ich. Den mag ich. Dann haben wir noch eine kleine Mickey Maus. Und zwar wieder von Soul Fragrances, den Purple Sandalwood. Auch der ist wieder zweifarbig gegossen, in einem Pink und in einem Lila. Ja, und der riecht richtig schön nach Sandelholz. Aber auch, finde ich, mit so ein bisschen, mit so einem Bodylotion-Einschlag. Wie so eine richtig
ja, blumige, ja, wie so eine blumige Bodylotion mit dem Sandelholz zusammen. Riecht sehr, sehr schön. Kann ich mir gut im Bad vorstellen, aufgrund dieser Bodylotion, aufgrund dieses Bodylotion-Moments, was der für mich hat. Ja, Genau. Purple Sandalwood. Dann haben wir wieder CH, also Chestnut Hill. I'll be home for Christmas. Auch wieder also ein Weihnachtsduft. Na, kommst du raus? Möchtest du hier zu mir kommen? Ja, und auch der riecht ja tannig, weihnachtlich. Auch ein bisschen nach so einem Punsch irgendwie, nach so einem gewürzten Kinderpunsch, finde ich. Ja, da hat er auch was von. Ja, schön. Auch der wird in die Winterkiste wandern für den nächsten Winter, genau. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch ein kleines Mäuschen. Der Strawberry Smile. Nee, Strawberries Smile. Ja, und der riecht irgendwie blumig für mich, komischerweise. Der hat für mich nichts von Erdbeeren. Der riecht für mich irgendwie blumig. Ja, weiß ich nicht. Teste ich auf jeden Fall mal. Ja, weiß ich gar nicht. Teste ich den mal in der Küche aus? Wenn das Strawberry heißt und nachher doch noch Strawberry riecht. Kann ich sprechen. Sollte ich ihn vielleicht in der Küche ausprobieren? Sonst riecht es halt blumig in der Küche. Ist auch nicht schlimm. Genau. Dann geht es weiter mit Busy Bee Santa's Little Helpers. Das ist hier so ein Blümchen. Es ist ein bisschen weich. Irgendwie. So, guck mal her. Santa's Little Helpers. Der riecht ein bisschen kuchig, finde ich. Vielleicht auch ein bisschen. Oder täuscht mich das? Im ersten Moment hatte er gerade was Kuchiges. Ja. Jetzt rieche ich schon wieder gerade nicht mehr so viel. War aber auf jeden Fall ja ein ganz angenehmer Duft. Ich weiß nicht, warum ich jetzt aber immer nichts mehr rieche. Stehe ich nicht. Naja, ich werde ihn auf jeden Fall testen. Ist ja nur so ein kleines Stückchen, von daher wird er schon gut sein. Dann nochmal von Busy Bee, der Country Life. Ist auch hier wieder so ein kleines Stückchen, so ein kleines Kleeblatt. Ich fasse den jetzt mal nicht an, weil nicht, dass mir jetzt irgendwie dann doch ein falscher Duft hier in die Nase kommt. Ja, der riecht ein bisschen grün. Bisschen grasig vielleicht auch. Aber auch sehr leicht. Ja, wird auf jeden Fall auch ausgetestet. Das scheint mir eher so ein Frühlingsduft zu sein. Der wird demnächst, denke ich mal, in die Lampe wandern. Genau, dann wieder ein bisschen was Winterlicheres. Und zwar von Yankee Candle, der Alpine Morning. Der ist ja in der Wintersaison vor 3 Jahren oder so, glaube ich, gewesen. Zusammen mit dem, wie hieß denn noch dieser grüne Duft, den ich unten auch als Hauswarmer habe? Alpine Mint? Alpine Mint, genau. Und der, den habe ich doch auch. Steamed Vanilla Milk. Genau, so heißt er. Ja, und der riecht zitronig. Also der hat was von einem Zitronentee. Und ja, so frische Luft. Ja, schön. Als wenn man mit so einem Zitronentee, sage ich mal, irgendwo draußen auf dem Balkon steht im Winter und einem weht so ein bisschen die frische Luft um die Nase. Ja, ein sehr schöner Duft. Freue ich mich drauf. Genau. Ja. Ist für mich jetzt, glaube ich, aber nicht unbedingt ein Weihnachtsduft.
Duft oder was, aber schon so ein Duft für ja, Januar, Februar, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht düftel ich den jetzt auch noch mit im Februar. Mal schauen. Genau. Dann habe ich hier nochmal einen Duft von Soul Fragrances und zwar den Fruchtbonbon. Den muss ich, siehst du, den muss ich gleich nochmal umtüten, weil ich da ein bisschen ja, die Tüte kaputt gemacht habe. Das muss ich gleich auf jeden Fall nochmal. Große Tüten habe ich noch, aber halt keine kleinen mehr. Ja, und der riecht, finde ich, ein bisschen künstlich fruchtig. Aber der wird auf jeden Fall ausprobiert. Ja, hat für mich so eine künstliche, himbeerige Fruchtnote. Den packe ich mir jetzt mal hier schnell da oben hin. Ja, damit ich das gleich nicht vergesse, den in eine große Tüte zu schmeißen. Ja, werde ich auf jeden Fall testen. Und ja, dann entscheiden, ob ich den Rest behalte oder ob ich den weitergebe. Dann habe ich hier von Goose Creek den Peppermint Whip. Ein pfefferminziger Duft. Da ist irgendwie das Wachs ein bisschen weich. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich hat Goose Creek ja gar nicht so ein weiches Wachs. Ja, und der riecht wirklich wie so eine Pfefferminze mit so einer, ja, so eine Pfefferminzcreme irgendwie. Der hat irgendwie auch noch was Cremiges. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass das Vanillecreme ist. Ja, aber wie so eine geschlagene Pfefferminzcreme irgendwie. Süß, frisch, minzig. Ja, ist ein schöner Duft auch so für den Januar, würde ich sagen. Ja, wird in meine Winterkiste mit wandern und dann im nächsten Winter mit verdüftelt werden. Dann habe ich hier anderthalb Tarts von dem Glittering Star von Yankee Candle. Muss ich vorsichtig aufmachen, weil es hier sehr krümelig drin ist. Ja, und das ist ja so ein schöner dunkler Pflaumenduft. Hat auch, finde ich, ein bisschen was Säuerliches. Ich weiß gar nicht, ob da Cranberry noch mit drin ist. Ja, aber auch den kann ich mir gut so im Januar noch vorstellen. Also auch der wird erstmal in meiner Winterkiste landen. Genau, der Glittering Star. Auch ein sehr schöner Duft. Dann, ja, den Duft habe ich auch als Housewarmer hier. Hab den aber überhaupt noch nicht angehabt. Deswegen kann jetzt auch für das nächste Weihnachten erstmal das Tart her. Und zwar ist die Rede vom Christmas Magic von Yankee Candle. Ja, ist einfach ein schöner Weihnachtsduft. Tannig, ein bisschen fruchtig. Ja, einfach weihnachtlich irgendwie. Ja, kann man nicht anders ausdrücken. Es riecht einfach nach Weihnachten. Ja, sehr, sehr schön. Da finde ich das auch sehr schade, dass der aus dem Sortiment gegangen ist. Der war eigentlich ein sehr schöner Weihnachtsduft. Dann haben wir hier nochmal Yankee Candle. Und zwar nochmal ein Teelicht. Und zwar den Autumn Gathering. Ja, das ist eher so ein maskuliner Duft. Aber auch hier rieche ich nicht viel raus. Ich glaube, den hatte ich aber schon mal als Tart, den Duft, und mochte den. Ja, werde ich für den nächsten Herbst auf jeden Fall aufbewahren. Jetzt für die nächsten paar Düfte muss ich einmal kurz wieder auf die Pause-Taste drücken, weil sonst geht mir gleich die Kamera aus. So, dann habe ich hier noch einen Yankee Candle Sampler. Und zwar, ach, die wollten mir gar nicht schlecht rauskommen hier, den Holiday Magic von Yankee Candle Home Inspiration. Ja, und der riecht tannig auf jeden Fall. Vielleicht auch ein bisschen nach Orange. Ja, tannig und nach Orange, würde ich sagen. Mehr kann ich da jetzt aber nicht rausriechen. Ja, wie gesagt, also tannig und ein bisschen zitrisch-fruchtig.
wird auf jeden Fall auch in der Weihnachtskiste landen. Genau, dann auch von Yankee Candle der Raspberry Sorbet. Noch so ein paar Stückchen aus dem Tart. Genau, ja, riecht nach Himbeere. Schön fruchtig. Und hat auch so ein bisschen was Kühles, also so ein Sorbet-Moment. Ja, mag ich auf jeden Fall und wird so im Frühling, der ja jetzt bald hoffentlich kommt, es scheint die Sonne. Gestern schien sie auch schon, aber ich glaube, wenn man dem Wetterbericht glauben darf, dann ist das heute Nachmittag schon wieder vorbei. Aber seien wir froh um jede Sonnenstrahl, um jeden Sonnenstrahl, den wir kriegen können. Ne? Bisschen Vitamin D schadet ja nicht, ne? So, dann haben wir nochmal wieder was Weihnachtliches und zwar Chestnut Hill Christmas in the Country. Genau. Da. Raus hier. Bisschen hier zumindest ran. Ja, und auch der riecht tannig. Vielleicht auch ein bisschen fruchtig. Ja. Auch halt so ein, ja, ist jetzt blöd gesagt, aber so ein typischer Weihnachtsduft einfach. Ja. Auch der wird in die Weihnachtskiste verfrachtet. Ja. Ist ein sehr schöner Duft. Und noch ein Weihnachtsduft. Diesmal von Yankee Candle. Und zwar der Holiday Cookies. Kenne ich, glaube ich, gar nicht. Oder kannte ich gar nicht. Ja, und der, muss ich jetzt sagen, da rieche ich gar nicht so viel. Ich rieche hier nichts Keksiges. Ich rieche gerade, ehrlich gesagt, gar nichts. Ja, muss ich gerade mal sagen. Irgendwie rieche ich gerade gar nichts. Ich weiß nicht, warum. Ja, der wird aber aufgrund des Namens in die Weihnachtskiste verfrachtet. Oh, es ist gar nicht. Es ist gar nicht Yankee Candle. Was erzähle ich euch für einen Schwachsinn? Das ist Kringle Candle. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da steht Kringle Candle drauf. Ihr habt es wahrscheinlich eben schon gesehen und habt gedacht, hä? Yankee Candle? Was erzählt die da? Nein, es ist, nochmal um es richtig zu stellen, Kringle Candle Holiday Cookies. Aber irgendwie rieche ich trotzdem nichts. Das ändert sich nicht. Dann haben wir hier noch einen Sampler von Yankee Candle. Diesmal aber auch wirklich Yankee Candle. Wenn ich hier wieder Blödsinn erzähle. Der Blush Bouquet. Genau. Ja. Ist ein leicht parfümig floraler Duft. Ja. Wird auch, denke ich mal, jetzt im Frühling dran glauben müssen. Ja. Mag ich. Schöner, parfümiger, leicht parfümiger Blumenduft. So würde ich den beschreiben. Genau, dann habe ich noch ein kleines Testerli wieder von Soul Fragrances. Und zwar den Hallo Maus. Ich finde die Form ja total niedlich. Sieht aus wie so eine kleine Geistermaus irgendwie. Ja, genau. Und der Hallo Maus riecht, ich würde sagen, Foodie. So ein bisschen nach Popcorn, hätte ich jetzt gesagt. Der hat für mich irgendwie so einen Popcorn-Moment. Ja, der riecht für mich nach Popcorn. Ja, also auch mal zu einem Filmeabend passt der sicherlich ganz gut. Hallo Maus. Dann haben wir hier noch ein kleines Meld von Busy Bee und zwar den White Christmas. Den drücke ich hier mal vorsichtig raus. Der riecht auch sehr zart, muss ich sagen. Ja, da kann ich es, glaube ich, gerade gar nicht definieren, nach was der riecht. Also er hat keinen Tannenmoment, er hat auch nichts Keksiges. Für mich gerade eher sowas cremig Bodylotion-artiges. Aber ich glaube, das ist nicht das, wonach er riechen soll. Ja.
Also so, ich finde ihn jetzt nicht unangenehm oder so, deswegen werde ich den auf jeden Fall austesten. Ja, White Christmas kommt in die Weihnachtsbox. Genau, und wird dann dort getestet. Dann haben wir jetzt noch zwei Düfte und dann sind wir mit dem Tauschi durch. Und zwar haben wir jetzt hier von Miss Curly Wax den Feel Good Moments. Einmal so zwei so Täfelchen und dann hier noch so kleine Stückchen. Das war bestimmt auch mal eine Tafel, aber das wird alles in die Lampe wandern. Mal hier so ein kleines Stückchen raus. Ja, und der hat was Blumiges, was ein bisschen Pudriges. Ja, sehr angenehm. Das ist für mich ein Frühlingsduft. Ja, wird auf jeden Fall im Frühling in der Lampe landen. Genau, ja, blumig, pudrig, nicht seifig oder so, aber gefällt mir. Feel Good Moments. Da werde ich mich dann auch mit gut fühlen, denke ich mal. Und dann, last but not least, nochmal von Duftzauberei Schwarzwald, den Pink Sugar, Baby Powder Pink Sugar, so rum. Genau, so ein großes, ein großes Melt. Meltform kenne ich von Doris, die hat auch solche Melts. Ja, und der riecht wirklich nach Babypuder mit Pink Sugar. 1:1. Eine angenehme Babypudernote, nicht so eine stechende. Und ja, dann mit Pink Sugar zusammengemischt. Ja, sehr schön. Ist angenehm, ist nicht stechend. Und werde ich gerne entweder im Schlafzimmer oder im Badezimmer verdüfteln. Da passt er für mich gut hin. Ja, genau. Der Baby Powder Pink Sugar. Genau, meine Lieben. Das war's. War ja auch eine Menge. Paket ist leer. Ja, liebe Julia, vielen Dank nochmal für dein schönes Paket. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, dein Paket geht auf Reisen, sobald ich wieder neue Tüten zum Verpacken habe. Oh Mann. Ah, das hat mich gestern ein bisschen geärgert. Aber naja, es ist so. Kann man nichts ändern. Es ist ja Nachschub bestellt. Und sobald die da sind, packe ich dein Paket fertig und dann macht es sich zu dir auf die Reise. Genau, ja. Ich hoffe, euch hat auch das gefallen, mit mir hier zusammen an den Düften zu schnuppern. Genau, kennt ihr ein paar der Düfte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel wisst, wie der Holiday Cookies eigentlich riecht, was man da eigentlich riechen soll, weil wie gesagt, ich habe da irgendwie nichts dran gerochen. Aber er wird getestet. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann immer ihr das Video geschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.